Beweismittel Nummer 8 für das Erscheinen am Landgericht Münster am 17.04.2024 vor Richter am Landgericht Dr. Stenner. Der Kindesmissbrauch in Münster hat uns alle schockiert. Mehrere Organisationen wollen, dass das Thema mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Sexualisierte Gewalt an Kindern dürfe endlich kein Tabuthema mehr sein. Hier entstehen gerade Plakate für eine Demo gegen Kindesmissbrauch in Münster. Guten Abend, liebe Zuschauer, willkommen zur Lokalzeit. Morgen ist in Münster eine Mahnwache geplant, übermorgen zwei Demos. Und es sind nicht nur Organisationen, sondern auch Privatleute wie Marc Bellinghaus, die auf die Situation von missbrauchten Kindern aufmerksam machen wollen. Marc Bellinghaus bei der Demo-Vorbereitung für Samstag hat er eine angemeldet in Münsters Innenstadt. Wie viele kommen, weiß er nicht. Der 56-jährige Schauspieler will einfach gegen Kindesmissbrauch auf die Straße gehen. Es ist ihm ein Bedürfnis. Saturdays for Children, Samstags für Kinder, sein Motto. Ich mache diese Demo, ich mache diese Bewegung für die Opfer. Ganz einfach. Für die kleinen Kinder, diese kleinen Jungs, die von vier brutalen Tätern missbraucht wurden. Und es ist schlimm, sich das überhaupt so vorzustellen. Bellinghaus ist diese Demo wichtig, sagt er, weil er selbst missbraucht worden ist. Zum ersten Mal, als er 6 Jahre alt war. Er hat noch ein paar Sachen von sich aus der Zeit. Das braucht er zur Erinnerung und zur Aufarbeitung. Der Münsteraner hat Jahrzehnte gebraucht, bis er überhaupt darüber sprechen konnte. Wenn man sich vorstellt, so klein war ich. Und es ist wirklich unglaublich. Ich hatte solche kleinen Hände. Wie soll ich mich da gegen eine brutale Erzieherin, das war die erste Missbrauchfand von einer Frau, einer Erzieherin statt noch dazu, und wie soll man sich da wehren? Der Missbrauch an Kindern ist immer noch ein Tabuthema. Der Fall in Münster zeigt, wie lange die Taten oft unentdeckt bleiben, aus vielerlei Gründen. Dieter Kaiser vom Deutschen Kinderschutzbund in Münster erlebt das immer wieder. Es gibt Erkenntnisse, dass Kinder, die sexuell missbraucht worden sind, bis zu 7-mal versuchen müssen, mit einem Erwachsenen zu sprechen, bevor ihnen jemand glaubt. Und gerade wenn man ein Trauma wie einen sexuellen Missbrauch erlebt hat, ist das eine unvorstellbare Kraft, die man da braucht, um immer wieder neu zu versuchen, ein Gespräch in Gang zu setzen und Gehör zu finden. Der Kinderschutzbund versteht sich als Lobby für Kinder. Sein Ziel, zu sensibilisieren. Deshalb veranstaltet er morgen eine Mahnwache. Diese Plakate sollen mit als Eyecatcher, um zu zeigen, worum es geht. Nämlich hinzuschauen und hinzuhören. Man weiß, dass es Missbrauch an Kindern Tag für Tag gibt. Und wenn noch mehr Menschen als bisher, ob jetzt Privatleute oder professionelle Tätige in Jugendhilfe und so weiter, wenn da noch mehr hingeguckt wird, dann haben auch noch mehr Menschen die Chance, Kindern zu helfen und es den Tätern zumindest zu erschweren. Die Mahnwachen und Demos in den kommenden Tagen in Münster sollen ein erster Schritt sein, um auf diesem Wege missbrauchten Kindern eine Stimme zu geben. So, ich hoffe, Ihnen ist etwas aufgefallen, Herr Richter. Und zwar liegt da mein Teddybär auf dem Tisch. Und das ist auch der Crew vom Theater aufgefallen, denn wenn Sie den Trailer für Kinderhäuser anschauen, ist es auffällig, dass jeder der SchauspielerInnen ein Teddybär in der Hand hält. Das ist ein ganz großes Symbol in diesem Stück. Und das wurde hier abgeguckt und in das Theaterprojekt, ein Stück ist es ja nicht geworden, es ist ja ein Projekt, genau so wie ich das auch vorhatte, und wurde da verwendet als Symbol. Und das ist kein Zufall, denn mein Interview stammt vom 18.06.2020, als der WDR bei uns in den Garten kam. Und es ist natürlich ganz klar, dass das Team vom Theater sich all dieser Sachen bemächtigt hat und sie benutzt hat. Das war jetzt Beweismittel Nummer 8 und hier ist Nummer 9 nochmals. Das habe ich jetzt auch in einem anderen Video schon erzählt. Hier sehen Sie unseren ersten Ehrengast, Herrn Martin Schmitz,
der sich bereit erklärt hat, als Missbrauchsopfer der katholischen Kirche mit uns durch die Stadt zu ziehen und gegen Kindesmissbrauch zu demonstrieren. Wir sind dann auch noch zu dieser Doppeldemonstration auf den Schlossplatz gestoßen und haben viele andere Organisationen getroffen. Diese Demos werden grundsätzlich von wenigen Leuten besucht, weil das Thema Kindesmissbrauch nach wie vor ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft. Die Leute drehen sehr gerne die Köpfe einfach weg und wollen davon nichts mitbekommen. Lieber so Vogel-Strauß-Methode, Kopf in den Sand, ich will davon nichts wissen. Es war sehr, sehr, sehr hart über diese vielen Monate, die wir auf die Straße gegangen sind, gekämpft haben für die Aufmerksamkeit von Menschen. Wir haben oft Applaus bekommen in den Cafés in Münster, wenn ich da meine Ansage gemacht habe. Und ich habe es nicht nötig, mir von einer ehemals Schauspielerin, die keine Rollen bekommen hat, die sich dann entschieden hat, mal ein paar Stücke zu machen über Prostitution und so weiter, dass die mir hier das Brot, die Butter vom Brot nimmt. Das habe ich nicht nötig. Verstehen Sie das, Herr Richter? Und ich möchte dieses Video veröffentlichen jetzt auch und unter dem Aspekt, dass die Leute mitbekommen, was hier abgegangen ist in Münster und dass dieses keinesfalls ein Ding ist, dass dann noch ein MeToo-Täter mitspielt und mir damit noch frech ins Gesicht lacht, obwohl er mich schon mit 21 bis 22 sexuell missbraucht, vergewaltigt und gequält hat in seiner Intendantenvilla. Ja, weil er wusste, dass ich schon als Kind missbraucht wurde. Und das ist die ganze Tragik, die wir hier sehen bei diesem Verfahren, bei ihrer einstweiligen Verfügung, die sie erlassen haben, obwohl ich diese Frau und das Theater schon angezeigt habe. Nur, weil die Polizei 14 Tage brauchte, um diese meine Anzeige überhaupt weiterzugeben. Was ist das denn für ein Gericht, was das Theater im Gericht hat, auftreten lässt, die Leute, und dann mir verbietet zu sagen, dass ich dieses Stück, die Idee, ich habe ja auch die Briefe, die ich für Kosteumann nach Lübeck geschickt habe, als Beweismittel. Ich habe genug Beweismittel und ich erwarte, Herr Richter, dass dieses Stück sofort gestoppt wird und dass ich da auf Schadensersatz und Schmerzensgeld klage. Das ist auch klar. Dankeschön.